Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Weihnachtslieblinge, also alle Sachen, die ich zur Weihnachtszeit am allerliebsten mag. Und das hatte sich eine Zuschauerin von mir gewünscht, deswegen mache ich das Video jetzt auch. Und dann fangen wir auch gleich an. Als allererstes und ganz, ganz wichtig für mich sind Mützen. Ich liebe alle Mützen, jeglicher Form, Farbe und Art überhaupt. Einfach Mützen. Und davon habe ich wirklich Unmengen. Das ist nicht mal die Hälfte von denen an Mützen, was ich habe. Aber vor allem ganz wichtig, dass ich eben sehr viele Farben und Formen habe und so, weil ich wirklich jeden Tag eine Mütze trage und das wirklich fast in den Sommer rein, weil ich total schnell Ohrenschmerzen kriege. Und ja, Mützen. Dann natürlich auch, total wichtig, Schals. Ich habe Unmengen an Schals und zwar einfach, weil ich auch hier alle möglichen Farben haben möchte. Und ich hätte da auch keinen besonderen Liebling, einfach ich möchte jeden Tag einen anderen Schal tragen können und deswegen habe ich ganz viele Schals. Im Winter trinken wir natürlich auch alle sehr viel mehr Tee als im Sommer. Und ich zeige euch hier meinen Lieblingstee. Das ist der von Mesmer Orange Ingwer. Und mein zweiter Lieblingstee ist Winterkräutertee von Alnatura. Den kann ich wirklich nur empfehlen für Leute, die diese Wintergewürze sehr gerne mögen, weil man schmeckt den Zimt auf jeden Fall raus und so. Und ich mag das total gerne. Das ist sehr, 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 sehr lecker. Und den Tee trinken wir natürlich aus einer Tasse. Und hier ist meine Lieblingswintertasse. Sie ist riesig. Und man muss auch zwei Beutel Tee reinmachen, sonst schmeckt man nichts mehr von dem Tee. Und ja, das ist dann meine Lieblingstasse. Und langsam lässt sich ein Muster bei mir erkennen. Und zwar haben wir hier meine Lieblingspflegeprodukte. Da haben wir einmal den Body Scrub von Rituals und zwar Good Luck Scrub. Der riecht extrem nach Orange. Ich rieche das sogar jetzt raus, obwohl er zu ist. Dann haben wir noch das dazu passende Duschschaum. Und zwar ist das Happy Buddha und riecht ebenfalls total stark nach Orange und ich liebe es einfach im Winter. Und zusätzlich habe ich auch noch das Duschöl davon und die Bodycream. Ich rieche dann also sozusagen wie eine, ja, Orange. Eine laufende Orange. Dann kommen wir zu dem, was ich am liebsten esse im Winter und zwar sind das Clementine. Ja, es ist keine Orange. Denn ich mag keine Orangen, wenn ich ehrlich bin, aber ich rieche sie sehr gerne. Aber Clementinen mag ich sehr gern. Und Süßigkeiten dürfen natürlich nicht fehlen. Und die habt ihr auch schon mal in meinen Favoriten gesehen. Und ja, es sind die Alnatura Pfeffernüsse. Und die mag ich total gerne. Ich esse die immer noch super gerne. Und die ist auch schon wieder fast alle die Tüte. Es ist furchtbar. Dann habe ich noch einmal Pflege für euch und da möchte ich euch für das Gesicht nochmal empfehlen, nicht zu stark wasserhaltige Produkte zu benutzen, wenn ihr euch eincremt, weil das nämlich dafür sorgen kann, dass eure Falten viel, viel schlimmer werden. Und ja, ich habe hier das Olivenöl-Gesichtspflege und es riecht wirklich nach Olive und zwar nicht so parfümierte Olive, sondern es riecht wirklich nach Olive. Und ja, da ist eben nicht ganz so viel Wasser drin und das benutze ich dann tagsüber. Dann kommen wir jetzt auch zu meinem allerliebsten Weihnachtsfilm. Und einige werden das vielleicht gar nicht so als den Weihnachtsfilm schlechthin empfinden, aber ich liebe es einfach und zwar Nightmare Before Christmas. Der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten meiner Meinung nach und naja, ansonsten gucke ich eigentlich nur Horrorfilme zur Weihnachtszeit, weil ich Weihnachtsfilme nicht so gerne mag. Aber den hier liebe ich. Das ist mein Weihnachtsfilm. Dann kommen wir natürlich noch zu meiner Dekoration und ich mag es gerne etwas schlichter und das ist auch mit das einzige Dekomäßige, was ich hier in der Wohnung habe. Und ich habe euch mal aufgenommen, wie das Windlicht aussieht, wenn denn es mal nicht so hell ist, dank der Softbox, die hier steht. Und ja, das ist auch mit das einzige an Deko, was ich hier in der Wohnung habe. Sehr minimalistisch. Dann kommen wir jetzt auch zur dekorativen Kosmetik und klar, den Nagellack kennt ihr alle, den muss ich auch gar nicht mehr lange in die Kamera halten, ist mein Lieblingslack zur Winterzeit und ja. Dann noch die zwei Lidschatten hier von MAC und den einen trage ich auch gerade und zwar trage ich gerade Cranberry und das hier ist Copperring, das sind einfach zwei ganz tolle Lidschatten zur Weihnachtszeit. Ich trage sie sehr häufig und sehr gerne und ja. Dann natürlich meine Lippenstifte, die ihr ja auch in den letzten Videos alle gesehen habt wahrscheinlich und zwar sind sie alle drei von MAC, aber es liegt einfach daran, dass kein anderer Lippenstift bei mir so lange hält wie die MAC Lippenstifte und ich bin dann so ein Mensch, der macht es dann, wenn es nicht mehr so gut aussieht, der macht es ab und zieht es nicht nach und deswegen brauche ich einfach Lippenstifte, die wirklich, wirklich lange halten und wenn man nicht gerade was total Fettiges ist, dann halten die auch sehr, sehr lange und zwar trage ich in letzter Zeit immer Rebelle, das ist dieser, den ich auch jetzt gerade trage, so ein bisschen ins Lila, ne? Dann Russian Red, das ist das etwas hellere, trotzdem unter den dunklen Rot von MAC und dann natürlich noch
Diva. Und das sind die Lippenstifte, die ich momentan immer trage. Und ja. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz, ganz Kuscheligen. Und das sieht so aus. Und einmal so. Und diese zwei Süßen hier. Die stehen für meine Unmengen Eulenkissen, die ich so gehäkelt habe, weil ich Eulen einfach total schön finde. Und die liegen dann halt jetzt alle so auf meinem Bett. Und ja, ich finde, sie passen sehr gut zur Weihnachtszeit, weil jeder braucht was zum Kuscheln. Oder jemanden zum Kuscheln. Und die sind so süß. Umso größer die Augen, desto niedlicher sind sie, oder? Ja, und das waren alle meine Lieblinge zur Weihnachtszeit. Was habt ihr denn so für Lieblinge in der Weihnachtszeit? Was mögt ihr am allerliebsten? Was muss immer dabei sein in der Weihnachtszeit bei euch? Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!